Gehe heute wieder live zur digitalen BürgerInnen-Sprechstunde. Es ist jetzt schon die dritte, ist mir aufgefallen. Also schon die vierte Woche bei mir im Homeoffice. Vielleicht geht es da auch einigen von euch ähnlich. Und so langsam hat sich auch in den neuen Arbeitsabläufen vielleicht eine gewisse Routine eingestellt. Also schön erstmal an alle, die vielleicht ihre digitale Mittagspause mit mir gerade verbringen können. Vielleicht ganz grundsätzlich, hatte ja beim letzten Mal schon angekündigt, dass ich gerne darüber sprechen würde, wie es im Thüringer Landtag und insgesamt in den Gremien und Parlamenten weitergeht. Ihr könnt jederzeit auch einfach eure Fragen oder Anregungen in die Kommentarfunktion reinschreiben und mittlerweile schaffe ich es auch, parallel zu reagieren. Also genau, schreibt gerne das, was euch politisch oder auch persönlich gerade irgendwie noch interessiert. Und ansonsten würde ich erstmal starten. Ja, wie gesagt, mit der sehr großen und grundsätzlichen Frage, wie es im Landtag selbst weitergeht. Bis zum 19. April, das ist ja gerade auch die verallgemeinerte Aussage für unterschiedliche Maßnahmen, die ergriffen wurden. Bis zum 19. April ist ja eigentlich alles abgesagt, auch in der Größe, und sind auch alle Gremien im Sinne von Plenars- und Ausschusssitzungen abgesagt. Auf Dauer ist natürlich ein nicht arbeitender Landtag verheerend für Thüringen in den unterschiedlichen Fachbereichen sowieso, aber auch auf so einer Metaebene, finde ich, sind gerade wichtige Entscheidungen zu treffen. Ich mache mal ein konkretes Beispiel. Wir reden ja jetzt auch darüber, wie auf kommunaler Ebene die Parlamentsarbeit wieder umgesetzt werden kann. In Jena bemühen wir uns da ja auch zu schauen, wie beispielsweise ein Stadtrat tagen könnte. Und um zu ja, verstehen, was davon funktioniert oder nicht, muss man sich die Thüringer Kommunalordnung angucken, die uns da ja gerade ein Stück weit auch einschränkt. Die ist für einen solchen Fall einfach nicht ausgelegt gewesen. Das merken wir gerade bei der Frage der Öffentlichkeit. Denn uns wird ja immer wieder gesagt, naja, man könnte ja einfach größere Räume nehmen, zum Beispiel, um auch den Jenaer Stadtrat tagen zu lassen. Und wir gehen jetzt mal gar nicht darauf ein, wer von den Abgeordneten oder Stadträtinnen, Stadträten selber auch vielleicht zur Risikogruppe gehört und so weiter und so fort. Auch unter freiem Himmel ist eine sehr schöne Idee an der Stelle. Das Problem ist nur, dass wir ja eine Sondergenehmigung vom Gesundheitsamt brauchen. Die würden wir vielleicht sogar bekommen. Aber wenn nach Thüringer Kommunalordnung die Sitzung öffentlich ist, dann bedeutet das ja auch, dass alle, die Interesse haben, vorbeizuschauen, auch vorbeischauen könnten. Das ist ja sowohl von der Anzahl der Personen, die vielleicht vorbeikommen wollen würden, als auch von der Frage, ob die Risikogruppe sind oder nicht, ob die infiziert sind oder nicht, macht das natürlich einen Unterschied. Und dadurch würde man dann eben keine Zustimmung zu diesem Öffentlichkeitsaspekt erhalten, während sowas wie, wir haben ja auch in Jena mal eine Live-Übertragung, und mit dieser Live-Übertragung soll natürlich auch eine Form von Öffentlichkeit dargestellt werden. Die ist aber eher aktuell, wenn man die Thüringer Kommunalordnung streng auslegt, wie so ein Add-on und halt cool, dass man es auch noch hat, aber sie reicht sozusagen nicht, um das herzustellen. Wenn wir also gucken wollen, dass wir auf lokaler Ebene genau diese Probleme auch in der Kommunalordnung angehen können, um die lokalen Gremien auch wieder arbeitsfähig zu machen, dann bedeutet das natürlich im Umkehrschluss, dass wir wieder eine Sitzung im Landtag brauchen, in der eben genau solche Entscheide dann auch umgesetzt werden können. So, jetzt ist die Frage, wie können wir das tun und dabei gleichzeitig den Infektionsschutz aller Beteiligten gewährleisten? Das meint ja nicht nur uns als 90 Abgeordnete, sondern auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Fraktionen. Das meint die Landesverwaltung, das meint die Pressevertreterinnen und Pressevertreter. Also das ist ja für alle die, die eh schon mal dort waren, natürlich ein riesen Haufen auch einfach an Personen und Maßnahmen, die sozusagen getroffen werden müssen, damit zum Beispiel die Abstandsregelung eingehalten werden kann. Momentan gibt es zwei Modelle, die jetzt innerhalb der Fraktion konkret diskutiert werden. Das eine Modell ist die vorübergehende Verkleinerung des Parlaments auf 46 Abgeordnete. Warum 46? Also Hälfte von 90 ist natürlich 45 und wir brauchen Beschlussfähigkeit. Das heißt, es wären 45 plus 1 Abgeordnete. Das wird für uns als Linksfraktion in einer Runterrechnung auf den Personenschlüssel sozusagen, wären das dann 15 Personen. Das müssten auch nicht immer die gleichen sein. Also da gibt es auch eine Variante, dass man vielleicht so ein rotierendes Modell macht, dass die anderen mit Abstand eben auch vor Ort sind und je nach Fachthema dazu sprechen können. Heißt aber auch, dass wir einen relativ schwerwiegenden Eingriff eigentlich in unsere einzelnen Abgeordnetenrechte haben, weil wir ja sozusagen das Recht und letztlich auch die Pflicht haben, an Sitzungen im Parlament und auch an Abstimmungen teilnehmen zu können. Also das ist die eine Variante, die debattiert wird. Die zweite Variante wäre es eben bei den 90 Abgeordneten
zu bleiben, in Klammern, plus eben immer mitgedacht, Verwaltung, Presse, Mitarbeitende. Zweite Variante würde sagen, dass wir diese 90 aufrechterhalten mit allem, was dazugehört. Dann müsste man entweder überlegen, inwiefern man in einen größeren Raum umzieht, also Erfurt Arena ist ja momentan im Gespräch, oder aber inwiefern man es vielleicht auch auslegen kann. Da hatte ich im Gespräch mit Anja Müller, könnt ihr ja mal reinschauen, drüber gequatscht, inwiefern es beispielsweise mehrere Räume im Landtag und nochmal so eine Übertragung gibt, aber dass alle auch zum Beispiel bei Abstimmung wirklich in den Raum hineingehen können. Das sind jetzt die beiden Varianten. Die ist natürlich, je nachdem, ob man die zweite Variante im Landtag selbst umsetzen könnte oder nochmal andere Räume brauchen würde. Wäre das auch mit einem logistischen Aufwand verbunden, könnte auch mit Kosten verbunden sein. Das sind gerade alles noch Sachen, die geprüft werden, die auch natürlich im Ältestenrat besprochen werden als Gremium, was sich weiterhin auch zusammenfindet und wo natürlich auch Birgit Keller als Landtagspräsidentin diejenige ist, die auch die Verantwortung für die Verwaltung trägt und gucken muss, welche Abläufe da überhaupt denkbar sind oder nicht. Ich fände es ganz interessant. Ihr könnt natürlich auch gerne eure Meinung zu den Varianten in die Kommentare schreiben, was ihr besser fändet oder findet. Letztlich müssen das sowohl die Fraktionen auf der Ebene der Fraktionen entscheiden, als auch, wie gesagt, jede von uns und jeder von uns ganz individuell, weil es eben doch eine Frage von Eingriffen auch da wieder in Grundrechte ist. Wir sehen aber ja das Thema ganz grundsätzlich an verschiedenen Stellen. Ich würde beispielsweise gerne mit euch über Versammlungsrecht da sprechen. Ihr habt sicherlich mitbekommen, gestern war ja ein Aktionstag bezüglich der Aufnahme von Geflüchteten, die gerade an der griechisch-türkischen Grenze ja, in Zuständen sind, die grundsätzlich gefährlich sind, die aber auch mit Blick auf Corona einfach nochmal eine andere Dringlichkeit vielleicht der Situation deutlich machen. Und auch da ist dann ja die Frage der Protestaktionen gewesen. Es gab ja verschiedene Demos, es gab Online-Aktionen, es gab aber auch Vor-Ort-Aktionen. Ich weiß nicht, ob ihr das in der Presse mitbekommen habt, da war dann eben auch die Debatte, inwiefern die Polizei oder Ordnungsbehörden das einschränken können oder nicht. Also ab welchem Punkt man gerade gegen die Gesundheits- und Infektionsschutzmaßnahmen verstößt. Und ich halte das für eine sehr wichtige Debatte, die wir führen müssen, dass wir eben auch schauen, dass es einerseits darum geht, gerade die relevanten und vernünftigen Entscheidungen zu treffen, die es auf allen politischen Ebenen braucht, um möglichst wenig Risiko einer Ansteckung zu haben und auch für andere zu gewährleisten, die vielleicht zu einer Risikogruppe gehören. Und zeitgleich wir natürlich auch gucken müssen, auf allen parlamentarischen Ebenen und eben auch auf ja, Ebenen der individuellen Grundrechte wie Versammlungsrecht, was schränken wir wie weit ein und vor allem für wie lange und mit welchen Konsequenzen. Ich weiß nicht, wie ihr zum Beispiel auch die Debatte mit Handyortung und so seht. Das ist ja auch die Frage, inwiefern würde man über verschiedene Apps, da gibt es ja gerade mehrere Namen, die auch im Umlauf sind, ja, wirklich für eine Sicherheit sorgen oder inwiefern wären das eben weitere Einschnitte und wie wird bei diesen ganzen Einschnitten auch berücksichtigt, dass das ja auch wieder zurückgenommen werden soll im besten Fall. Also ich finde es wichtig, bei all den Entscheidungen, die wir jetzt gerade parlamentarisch und außerparlamentarisch treffen, immer wieder zu sagen, okay, es geht darum, das als Übergangsstatus zu sehen, dass in einer nicht perfekten Situation eben auch praktikable Lösungen gefunden werden müssen. Und andererseits ist eben auch die Frage, wie kommen wir denn wieder zu einer praktikableren Situation, in der wir idealere Lösungen haben. Ich formuliere es mal so rum. Wie gesagt, ihr könnt da gerne auch eure Meinung noch zu kundtun oder sagen, wie das bei euch vielleicht auch auf lokaler Ebene gerade geregelt wird. Denn auch da ist es nicht immer einheitlich. Und für mich ist auf beiden Ebenen, sowohl was den Jenaer Stadtrat betrifft, als auch was das Thüringer Landtagsparlament angeht, die Debatte auch medial, habe ich das Gefühl, wird immer sehr an dem Plenum aufgezogen oder am Stadtrat selber, also an der großen Runde, die zusammenkommt und tagt. Die inhaltliche Arbeit findet aber ja vermehrt auch in den einzelnen Ausschüssen statt. Das heißt, wichtig wäre auch zu gucken, wie können wir denn vielleicht, weil das wäre auch räumlich sehr viel einfacher, dafür sorgen, dass die Ausschüsse zusammenkommen. Also beispielsweise reicht es nicht zu formulieren, dass wir im Mai wieder ein Landtagsplenum haben wollen. Es muss ja auch davor Sorge getragen werden, dass wir in den Ausschüssen zusammenkommen können, um über all die Anträge zu reden, die dann im Mai-Plenum verhandelt werden sollen. So, jetzt gibt es eine Wortmeldung. Genau, dass man nur solche Apps maximal verschlüsselt okay findet, die man auch individuell checken kann. Also an wem man vorbeigeht und wie man sich vielleicht angesteckt haben könnte. Ja,
Dann ist natürlich die Frage, wie kriegt man das auch datenschutzmäßig so hin, dass man das nur individuell checken kann und dass eben nicht die Daten auch noch für andere Dinge benutzt werden. Ich glaube, dass diese grundsätzliche Logik davon, bei wem man sich vielleicht wie angesteckt haben könnte, heißt ja weiterhin einfach, dass Kontaktminimierung und Kontaktreduzierung eine der wichtigsten Maßnahmen ist, die wir insgesamt treffen können. Jetzt wird gesagt, okay, wenn gerade die Beschlussfähigkeit vorhanden ist, dann kann die AfD wieder Spielchen spielen. Die Gefahr ist auf jeden Fall da, das sehe ich genauso. Ich glaube aber auch, dass es wichtig ist, dass wir das eher als demokratietheoretische Debatte verstehen und nicht nur auf die rechtsextreme Partei beziehen, weil das können sie so oder so tun oder nicht tun. Also da ist leider gar nicht so viel Einfluss drauf. Und die, ja, ich sag mal, Größenverhältnisse der einzelnen Fraktionen würden natürlich auch mit einer verminderten Variante dargestellt werden, beziehungsweise näherungsweise dargestellt werden. Es ist natürlich nicht genau die gleiche Verteilung. Das ist total richtig. Ich glaube aber auch, dass es wichtig ist zu überlegen, weil die AfD ja auch gerne mal Verfassungsspielchen spielt. Wir brauchen natürlich auf allen Ebenen eine politische Variante, die insofern tragfähig ist, als dass sie auch rechtsgültig ist. Weil es ja noch unpassender wäre und ungünstiger politisch, wenn wir zwei Entscheidungen treffen, aber die nachher verfassungsrechtlich eingeklagt werden können von einzelnen Abgeordneten, weil sie sagen, hey, ich wurde daran gehindert, mein Mandatsrecht auszuüben. Und das könnte ich mir auch gerade aus dieser politischen Ecke durchaus vorstellen. Deswegen ist natürlich allen daran gelegen, eine rechtssichere Variante dieser Frage zu finden. Genau. Gibt es von eurer Seite aus weitere Fragen oder Anmerkungen, die ihr zu dem Thema der Arbeitsfähigkeit der Parlamente loswerden wollt? Ansonsten habe ich das Gefühl, dass sich mittlerweile sehr viele Abgeordnete auch darum bemühen, ja letztlich außerparlamentarisch zu begleiten, parlamentarische Initiativen wieder vorzubereiten. Also die Arbeit geht natürlich weiter. Ich finde nicht, dass man sagen sollte, dass sie regulär weitergeht. Das ist de facto nicht der Fall, sondern wir bemühen uns natürlich alle darum zu schauen, mit welchen Formaten weiterhin die Themen auch Bearbeitung finden können. Und ja, ansonsten würde ich an der Stelle verbleiben und wenn es im Nachhinein nochmal Fragen oder Unklarheiten gibt, schreibt mir gerne auf diversen Kanälen, sodass wir digital verbunden bleiben miteinander. Und ja, ich bedanke mich bei euch und winke zurück. Bis bald.